Hallo, privacytests.org hat im April einen neuen Test durchgeführt und hat geschaut, welche Browser besonders leise sind und Tracking verhindern. Und wenn man sich den ihren Test so anschaut, dann läuft das auf im Endeffekt zwei Empfehlungen hinaus, nämlich Nummer 1 den LibreWolf, der auf Firefox basiert, und Nummer 2 der Brave, der auf Chromium bzw. Chrome basiert. Ja, man kann das hier schön an den Häkchen sehen, was die alles blocken. Perfekt ist keiner, aber wenn man sich das dann im Vergleich zu den anderen auf Chrome basierenden Browsern wie Edge, Vivaldi oder Opera anguckt, dann sind LibreWolf und Brave schon sehr gut. Auch der Firefox startet hier recht stark. Ja, das geht dann im spätestens hier beim HTTPS-Tests bleiben eigentlich nur noch LibreWolf und Mullwart übrig. Ja. Hier hat der Brave wieder etwas mehr Stärken als die anderen. Bei den Fingerprinting-Tests war es wieder der LibreWolf. Ja, beim Tracking sind Brave und LibreWolf beide recht gut. Auch beim Tracker-Content sind beide recht gut. Und auch bei den Tracker-Cookies sind beide recht gut. Also insgesamt stellt man fest, das sind wohl die Browser, die am wenigsten Spuren im Netz hinterlassen. Und von da ist es natürlich empfehlenswert, einen von beiden oder vielleicht sogar beide zu benutzen. Ich habe beide seit einiger Zeit im Test. Den LibreWolf bekommt man eben hier unter LibreWolf.net. Das ist, wie gesagt, der Browser, der auf Firefox basiert. Innerhalb von 3 Tagen nach einer neuen Firefox-Version soll es eine neue LibreWolf-Version geben. Die Feature-List kann man sich hier auch angucken, was er alles so macht. Und natürlich gibt es eine ausführliche FAQ, wo man auch nochmal so Fragen beantwortet bekommt, warum sie Google Safe Browsing deaktiviert haben, aber auch die Antwort, wie man es wieder aktivieren kann, wenn man es denn möchte. Der zweite Browser war eben der auf Chrome basierende Brave Browser. Den bekommt man auf brave.com. Der hat auch eine eigene Wallet mit drin. Das ist jetzt eine Funktion, die ich gerade nicht so brauche. Was mich da mehr interessiert, ist, dass der Tor-Browser, dass eine Zugangsmöglichkeit zum Tor-Netzwerk integriert ist. Sie sagen selber, das ist nicht so sicher, wie den Tor-Browser zu nutzen, wenn man so viel Anonymität möchte. Aber um mal in Anführungszeichen schnell ins Tor-Netzwerk rüber wechseln zu können, dafür ist es auf jeden Fall vollkommen ausreichend. Ihr seht hier an der Onion-Adresse, dass wir jetzt im Tor-Netzwerk sind. Wer Linux Mint hat, findet beide Browser in der Anwendungsverwaltung. Beide sind über Flatpak installierbar. Das hat tatsächlich sogar Vorteile beim Browser, weil es einfach den Browser nochmal vom Grundbetriebssystem kapselt und von daher das Ganze weniger angreifbar macht. So, das war's schon wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.